Willkommen zurück bei Final Fantasy 14. Wir machen ein klein wenig weiter. Wir wissen immer noch nicht, was hier los ist. Es ist, irgendwas stimmt hier nicht in diesem Gebiet. Wir wissen aber noch nicht so genau, was. Also, mal schauen. Mal schauen, was hier nicht stimmt. Was ist hier nur geschehen? Ja, das frage ich mich schon die ganze Zeit. Ich frage mich nur, um sicher zu gehen, aber gab es diesen komischen Turm dort schon immer? Ja. Nein. Und nicht nur das ist fehl am Platz. Dieser Wall gab in meinem Yasolani ebenfalls nicht. Das Material, aus dem er gefertigt ist, habe ich auf Tural auch noch nie gesehen. Es erinnert mich eher an die Ruinen im himmelstiefen Zenote oder den mechanischen Soldaten. Aber das würde ja bedeuten... Nein, das kann nicht sein. In der kurzen Zeit, seit Erscheinung der Kuppel, solch einen gigantischen Turm zu errichten, ist unmöglich. Ja, vielleicht hat er sich hierher teleportiert. So kristallturmmäßig, so brrr, da ist er. Dann existiert dieser Turm vielleicht schon länger. Nur eben nicht hier. Und nun sind wir dorthin gereist, wo der Turm schon immer stand. Oder der Turm... Wir können uns hier nur die Köpfe zerbrechen, so viel wir wollen. Am Ende fehlen uns schlicht und einfach die nötigen Informationen für eine fundierte Hypothese. Wir sollten mehr über diesen Ort in Erfahrung bringen. Das klingt nach einem Plan. Dann lasst uns vorsichtig die Gegend erkunden. Und dazu diese fröhliche Musik des Quest-Annehmens. Genau so habe ich mir das vorgestellt. So, erstmal das Wichtigste. Wo sind die Windätherquellen? Im Nordwesten. Ja, das passt ja. Da wollen wir ja hin, ne? Wollen wir da diese Schienen entlang oder müssen wir da runter? Wir müssen da runter. Ja, dann fahren wir da gleich runter. Lebt da unten irgendwas? Nein? Gut. Rum. Ist das ein Bahnhof? Die Gleise führen zumindest dorthin. Der Bahnhof von Yasolani. Hier müsste der Zug die Fahrgäste rausgelassen haben, bevor die Kuppel erschien. Das klingt vielversprechend. Vielleicht haben wir Glück und finden dort ein paar Hinweise. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, da werden wir keine Hinweise finden. Aber diese Viecher waren schon immer hier, ne? Diese Keilschnabeldinger. Die waren schon immer hier, oder? Da kann doch Ehrenwill sicherlich mal ein bisschen Frage und Antwort stellen. Rede und Antwort. Also, was ist jetzt neu und was nicht? Ich meine, Ehrenwill kommt doch von hier. Der muss doch da den Durchblick haben. Der ist doch hier Mister, ich glaube mir alle Informationen ein. Ach, guck mal. Da drüben steht der Asuna. Schau dir mal dieses Schild am Eingang an. Wir sind hier wirklich am Bahnhof Yasolani, oder? Keine Ahnung, ich kann das nicht lesen. Für mich sind das einfach nur Zeichen. Aber warum ist dann alles so heruntergekommen? Da weiß man wirklich nicht, was man noch denken soll.
Aber das wird sich auch nicht ändern, wenn wir nicht mehr herausfinden. Treffen wir uns, sobald wir fertig sind mit unseren Erkundungen. Hä? War da gerade ein Rechtschreibfehler? Aber schon interessant. Ja, das kann schon sein, dass hier, ist das irgendwie so eine Zeitkapsel, die in die Zukunft zeigt oder so? Sind wir hier in die Zukunft gereist? Was bist du denn für ein komisches kleines Ferkelchen? Ash Alorne. Aber das sieht hier schon aus, als würde hier schon seit ein paar Jahrhunderten oder seit ein paar Wochen keiner mehr leben, ne? Also gut, vielleicht ist es doch ein bisschen mysteriöser, als wir auf den ersten Blick dachten. Das Gebäude ist komplett verfallen. Wie lange wohl hier wohl niemand mehr gelebt hat? Ja, also war es wohl doch ein Zeitportal oder sowas. Habe ich jetzt... Ah ja, doch. Ich habe mich harmonisiert. Verrostete Drehscheibe. Sehr interessant hier alles. Eine Drehscheibe, um die Fahrtrichtung von Waggon zu ändern. Der ganze Rost hat sie allerdings starr werden lassen. Ja, wir müssten ja noch eigentlich auch dann noch so Überreste oder sowas finden, ne? Aber scheinbar sind wir in der Zukunft gelandet. Cool. Kostenlose Zeitreise. Siehst du, also war es doch der Zug aus Zurück in die Zukunft. Wo ist denn hier noch der letzte Hinweis? Da! Och Mensch. Letzte Prüfung wollte nicht mehr aufgehen. Dann halt morgen. Okay. Ach, guck mal, das ist die Windätherquelle. Die holen wir uns dann auch gleich mal. Also gute Nacht, André. Die Schienen sind komplett verrostet. Die letzte Instandhaltung musste schon einige Jahre her sein. Ja, Time Travel confirmed. Die haben einfach das gesamte neue Land, das alte Land quasi überschrieben mit dem neuen Land. Also quasi Paralleluniversum-mäßig. Auch wieder 10 Stück. Natürlich 10 Stück. Ah, die Musik hier ist geil. Bist du ja wieder. Sieh dir das hier mal an. Was ist das für eine Spurbreite? Ich habe diesen mechanischen Soldaten hier gefunden, aber entweder ist er kaputt oder er bewegt sich einfach nicht mehr. Ihr wisst, was das bedeutet. Wenn einer von Soraljars Schergen hier ist, muss sich sein Einfluss bis mindestens zu diesem Bahnhof erstrecken, auch wenn er nicht im Betrieb zu sein scheint. Aber wie lief es bei euch? Habt ihr etwas herausgefunden? Alles voll verrostet, voll runtergekommen. Hier ist schon seit Jahrhunderten keiner mehr gewesen. Eine Drehscheibe und Schienen. Damit sollte nun auch die letzten Zweifel beseitigt sein, dass es sich hierbei um den Bahnhof Yasulani und Jaktural Eisenbahngesellschaft handelt, richtig? Ja, so viel steht fest. Und dennoch, wie Dufte schon meinte, ist alles so heruntergekommen. Der Bahnhof wurde doch erst vor einem Jahr eröffnet. Und jetzt seht euch den ganzen Staub und den Dreck an, als wäre er jahrzehntelang nicht mehr benutzt worden. Also bedeutet das nun, dass wir hier zwar tatsächlich in Yasulani sind, aber die Zeit derart entrückt ist, dass der Bahnhof komplett heruntergekommen und ein gigantischer Turm errichtet worden ist? Verstehe ich das richtig?
Die Zeit ist entrückt. Geht so etwas überhaupt? Vuklamat, dir ist dieses Phänomen sicherlich völlig neu, uns hingegen jedoch ganz und gar nicht. Bei früheren Ausflügen in sogenannte Splitterwelten haben wir solche Diskrepanzen im Zeitfluss auch schon erlebt. Es mag zwar schwer zu glauben sein, aber es existiert nicht nur eine Welt, genau wie die Splitter eines großen Ganzen sich ähneln und doch völlig unterschiedlich sein können, sind auch die Splitterwelten von beständiger Beschaffenheit und dennoch ganz anders. Und mit dem interdimensionalen Riss, der die Welt voneinander trennt, sind Unterschiede von mehreren Jahrzehnten zwischen zwei Welten durchaus erklärbar. Oder stimmt, genau, wir sind einfach in einer anderen Splitterwelt gelandet, so schwupp. Und die sieht einfach ähnlich aus. Aber wir sind hier doch in Yuzalani und nicht in einer der Splitterwelten. Und einen interdimensionalen Riss haben wir auch nicht durchquert. Wieso scheint die Zeit hier also anders zu fließen? Ja gut, das ist oder so. Aber das, ja stimmt, das passt schon. Wir sind ja nicht durch ein Portal gewandert. Wie, was? Ich bin zwar nicht ganz sicher, ob das alles in meinen Kopf gepasst hat. Aber eins steht wohl fest. Wir haben eine Menge Untersuchungen anzustellen. Hey, dein Zuhause ist doch noch ein kleines Stück weiter, richtig? Irrenwill, hörst du mich? Hm? Ja, ganz richtig. Nordwestlich von hier befindet sich eine kleine Siedlung. Dort bin ich aufgewachsen. Worauf warten wir dann noch? Eure ewigen Diskussionen bringen uns schließlich auch nicht weiter. Finden wir selbst heraus, was hier vor sich geht. Wie kann ich behilflich sein? Was redet der auf einmal? Das ist ja voll niedlich. Guck mal, der hat sogar zwei Augen. Scheint uns gegenüber zumindest nicht feindlich gesinnt zu sein. Und obwohl er wie ein mechanischer Soldat aussieht, ist er äußerst höflich. Handelt es sich vielleicht um eine Art magische Marionette? Sag mal, kannst du dich unterhalten? Weißt du, wo wir hier sind? Auslesbarer Bürger. Identifikationsausweis konnte nicht gefunden werden. Bürger-Identifikationsausweis muss umgehend vorgelegt werden. Was ist denn mit dem los? Ist der etwa kaputt? Kommen dir die Augen bekannt vor? Eigentlich gerade nicht. Irgendwie ist es ganz unheimlich. Lass uns lieber schnell weiter. Nach Nordwesten, richtig? Sind das Blitzableiter? Willst du mich bitte kurz begleiten? Vielleicht finden wir etwas Interessantes heraus. Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher, ob ich die Augen wirklich kenne. Vielleicht so ein bisschen von den Zwergen. Nicht sicher. Asuna springt erstmal. Jawohl, Asuna springt erstmal von der Brücke. Na klar. Oh. Jetzt verstehe ich auch warum. Siehst du diese antennenartigen Konstruktionen, die überall verteilt sind? Die scheinen tatsächlich als Blitzableiter zu fungieren. Fast so, als würde jemand versuchen, Blitzeinschläge zu provozieren. Ich sollte mir das aus der Nähe anschauen. Ich habe so, ne, hier wieder 8. Katastrophe oder sowas.
Nur, dass hier diesmal der Blitzäther voll aus dem Fugen geraten ist und deswegen hier die Blitzableiter sind. Dieses Material. Ist das nicht dasselbe, was das auch schon bei diesen mechanischen Soldaten und den Luftschiffen von Soral Jarsher verwendet wurde? Und wenn man genau hinsieht, kann man ganz feine Muster erkennen. Sie scheinen allerdings nicht rein kosmetischer Natur zu sein. Nein, sie haben eine klare Funktion. Fast wie Äthergramm. Sammelt dieses Konstrukt vielleicht Energie aus den Blitzen, die ihr vom Himmel herabregnen? Wenn das stimmen sollte, wer auch immer es entworfen haben mag, die Fortschrittlichkeit dieser Technologie ist außerordentlich. Ich werde Stola so weit auf den Laufenden halten. Als ich den Ätheriten sah, hatte ich ja schon so eine Ahnung. Da habe ich es kurz versucht und siehe da, die Kommunikation per Kontaktperle funktioniert. Wie dem auch sei. Uns fehlen im Moment leider die Mittel, mehr herauszufinden. Und unsere Freunde wollen schließlich auch nicht länger warten lassen, nicht wahr? Komm, wir sollten weiter zur Siedlung, von der Ehrenwil sprach. Nein, ich will jetzt erstmal den Windätherquell haben. Nordwesten. Aber der ist ja auch in diese Richtung. Warum ist denn Asuna da weggefahren? Warum ist Asuna da lang gefahren? Habe ich da noch irgendwas übersehen? Wait. Warum bist du da lang gefahren? Und jetzt sag mir bitte nicht, du hast Nordwest und Südost verwechselt. Hier wurde Süden angezeigt. Echt? Moment. Nee, aber von hier aus Nordost scheint noch einer zu sein. Dann holen wir uns doch den erstmal aus Nordost. Eben stand auch Südwest bei mir. Okay, wir holen uns einfach alle. Punkt aus. Norden, da lang. Wahrscheinlich da auf der Brücke, oder? Bestimmt dort auf der Brücke. Nordost. Ah ne, da oben. Sehr gut. Ey, wir haben ja eh alle Zeit der Welt, ne? Dann können wir auch mal eben kurz hier ein paar Windätherquellen holen. Und jetzt? In Richtung Norden. Also, nee. Im Norden brauchen wir jetzt erstmal nicht. So, Richtung Westen steht jetzt einer. 500 Jahre in Richtung Westen. Nordwesten. So, ich fahre jetzt nochmal hier zu der Siedlung. Nordwesten. Westen. Jetzt steht hier wieder Südwesten. Ja, aber da komme ich doch gar nicht hin. Da ist diese Mauer im Weg. Okay, Südwesten komme ich nicht hin, da ist Mauer im Weg. Den Interiten habe ich geknuddelt, ja. So, Nordwest. Da fahren wir jetzt hin. Der Main Quest entgegen. Dann geht voll die Party ab, Alter. Zieht euch das mal rein, voll beleuchtet und so. Was geht hier nur vor sich?
Mein Zuhause. Aber wie kann das sein? Eindeutig Magie. Und wo sind alle? Die anderen Häuser scheinen auch alle verlassen zu sein. Heißt das jetzt, Krilis eine Zeitreisende? Verdammt! Was? Was ist hier nur passiert? Ist alles gut bei euch? Sucht ihr jemanden? Was, wer bist du denn? Ach, die haben wir doch auch vorhin gesehen! Hier in, beim Angriff. Bestimmt ein Klon. Es tut mir so leid. Ich, Dummerchen, hab euch bestimmt einen Heidenschreck eingejagt. Aber ich habe meine Gründe. Bibu, bieb, ich werde euch nämlich alle töten. Soralja hat mir schon so einiges über euch erzählt. Wait a moment. Töten. Soralja? Wie bitte? Herzlich willkommen im Königreich von Neu-Alexandria. Mein Name ist Svene. Neu-Alexandria? Och nö. Och nö, kommt Alexander wieder? Och shit. Ja klar. Ey, natürlich, Alexander ist doch hier der Dude über Zeit und so. Der kann doch die Zeit reisen und so etwas. Der will jetzt Rache an mich nehmen. Die Musik im Hintergrund ist Final Fantasy 9. Echt krass. Ich herrsche über dieses Reich als Krone der Weisheit. Krone der Weisheit. Und ich nehme an, dazu gehört eine Krone des Mutes. Du hast es erfasst. Soralja und ich, wir regieren über Neu-Alexandria ganz nach dem Vorbild Tuliolals. Ihr habt Tuliolal überfallen! Und jetzt kümmert sich die Krone der Weisheit höchstpersönlich um die Eindringlinge. So ist es doch, nicht wahr? Nein, hört mir bitte zu. Ich bin auf eurer Seite. Ach so, ja. Nachdem sich hier Exen Mewtwo sich hier den Platz geschnappt hat, kommt hier so ein, ich bin auf eurer Seite. Der hat sich voll den Thron erschlichen. Uiuiui, wie kann das nur sein? Soralja und ich mögen zwar als Kronen zusammenarbeiten, freiwillig ist daran allerdings nichts. Ja, natürlich. Ich brauche eure Hilfe. Das allein ist der Grund, der wahre Grund, warum ich mich euch überhaupt zeige. Ja, aber das passt trotzdem sehr gut. Krilis Eltern haben sie als die Blitzflut, also es gab ja die Lichtflut und es gab die Dunkelheitsflut und bei der Blitzflut quasi in die Vergangenheit geschickt, um dort dann die Welt zu retten, damit die achte Katastrophe nicht runterkommt. Bestimmt wieder sowas. Was soll das heißen? Zugegeben. Ich kann es mir noch schwer vorstellen, dass mein Bruder einen weiteren Herrscher neben sich dulden würde, aber... Früher herrschte ich alleine über Alexandria. Doch eines Tages tauchte Soralja auf. Wie aus dem Nichts war er gekommen, um uns zu erobern. Viele mühevolle Verhandlungen später ließ er sich auf einen Kompromiss ein. Eine geteilte Krone. Im Austausch für unser technologisches Wissen. So konnte ich wenigstens weiterhin als Königin über mein Volk wachen. Es war eine äußerst riskante Wette. Und der Einsatz war das Fortbestehen Alexandrias, aber... um mein geliebtes Volk zu beschützen, blieb mir keine andere Wahl. Moment.
Die Kuppel ist doch erst vor wenigen Tagen erschienen. Wie hat er euch in so kurzer Zeit überfallen? Geschweige denn ein Regierungssystem mit euch verhandeln können. Außerdem ist das hier Yasulani. Wo kommt euer Königreich nun plötzlich her? Sogar mein Zuhause steht noch direkt da drüben. Als ich vor 3 Jahren das letzte Mal hier war, sah es noch nicht so runtergekommen aus. Und diesen Turm. Und all die komischen Apparaturen und Gerätschaften gab es auch noch nicht. Wo verdammt nochmal seid ihr auf einmal hergekommen? Und wohin sind alle verschwunden? Ich weiß, das muss alles furchtbar verwirrend sein. Und so plötzlich. Aber wir verstehen die ganze Sache auch nicht recht, so leid es mir tut. Alexander. Doch eins wissen wir sicher. Eines Tages sind mir nichts, dir nichts Bewohner Tulliolas in unserem Königreich aufgetaucht. Oder ist Alexandria etwa plötzlich in Tulliolal aufgetaucht? Es ist nämlich so, dass wir bis vor kurzem gar nicht wussten, was sich außerhalb des Walls oder der Kuppel, wie ihr ihn nennt, befindet. Erinnert dich das nicht auch ein bisschen zu sehr an den Kristallturm? Wie wir ihn nach der 8. Katastrophe zwischen den Welten springen ließen vom Ursprung in den ersten Splitter. Also ich war nicht dabei, aber ich, ja. Das Ausmaß ist zwar ein anderes, aber alles innerhalb dieser Kuppel scheint betroffen zu sein. Die Gebäude, die Leute und auch die Umwelt selbst. Man kann also schwer von ein und demselben Phänomen sprechen, aber dennoch. Die Bewohner des Seenlandes beschrieben das Auftauchen des Turms schließlich ebenfalls als plötzlich. Oho, ihr scheint wirklich viel zu wissen. Da macht man sich ja direkt Hoffnung. Dann ist es vielleicht besser, wenn ihr euch einfach selbst ein Bild von der Lage Alexandrias macht, anstatt euch nur stumpf meine Spekulationen anzuhören. In den Außenbezirken gibt es eine Siedlung. Wenn ihr wollt, führe ich euch hin. Dort leben auch einige Shetona. Mit etwas Glück triffst du ja jemanden, den du kennst. Das klingt nach einer sehr offensichtlichen Falle. Um Soralja besiegen zu können, müssen wir das Geheimnis hinter seiner Kraft aufdecken. Und Einblicke in dieses Königreich werden uns dabei helfen. Außerdem... Natürlich, ihr habt recht. Sphene, richtig? Eure Hoheit. Bevor wir aufbrechen, muss ich noch eine Sache wissen. Wart ihr an dem Angriff auf Tulliolal beteiligt oder nicht? Ach bitte, aus Formalitäten mache ich mir nicht viel. Die Technologie, mit der die Maschinensoldaten und Luftschiffe ausgestattet waren, ist alexandrisch, das gebe ich zu. Aber sie diente nicht dem Krieg. Es war Soralja, der sie zu Kriegsmaschinerien umfunktioniert und Tulliolal überfallen hat. Es war also seine alleinige Entscheidung. Aber ich konnte ihn auch nicht stoppen. Die Schuld, sie lastet schwer auf mir. Ich weiß weder, wer du bist, noch was auf dir lastet. Würdest du uns also ein bisschen herumführen? Wenn wir mit deinen Leuten sprechen, lernen wir auch dich besser kennen. Selbstverständlich. Dann kommt doch bitte mit. Genau, was, wenn Soralja von dem ganzen Wind bekommen sollte? Der kann ja auch hier rumgeistern. Misstraust du mir etwa auch? Oder sorgst du dich um mich? Nein, ich glaub dir jedes Wort.
Ist ja nicht so, dass deine Technologie hier das ganze Chaos da gemacht hat und so weiter und hast nicht gesehen. Und dass ja vielleicht so etwas wie eine Zeitreise überhaupt nicht gefährlich ist. Besonders wenn ihr aus der Zukunft kommt und wahllos irgendwelche Leute abschlachtet. Kann ja sein, dass da gegebenenfalls das ein oder andere Problem bei entstehen könnte. Zum Beispiel, dass, keine Ahnung, ein lila Elefant hier durch die Gegend läuft, weil jemand nicht drauf geachtet hat, was bei der letzten Party passiert ist oder solche Sachen. Keine Ahnung, es kann allmöglicher Scheiß passieren. Zeitreise ist so ein doofes Thema. Vor allem, wenn man Leute tötet. Im Fall der Fälle? Wirst du mich retten? Macht sie jetzt lustig über uns? Das war doch nicht ernst gemeint. Aber dennoch, du wirkst irgendwie so verlässlich. Ja, wahrscheinlich, weil sie uns dabei zugeguckt hat, wie wir die ganze Zeit Leuten auf die Beine geholfen haben, während sie da auf der Terrasse stand und so. Oh nein, Leute werden abgeschlachtet. Ach, ich tue einfach mal nichts. Euer Prinzesschenkönigreich. Hast du nicht gesehen? Boah. Vuglamart, gib mal deine Axt. Die Augen der Marionette sind von Vivi. Ah, okay, cool. Da habe ich gar nicht drauf geachtet, nee. Also ganz gefährlich hier. Ganz gefährlich, was die hier machen. Ganz dünnes Eis. Vor allem hier von dieser komischen gerade, ne? So. Es wäre unklug, einfach jeden dahergelaufenen Fremden blind zu vertrauen. Aber das weißt du sicher selbst, richtig? Ein junges Mädchen, das mit ihrer süßen Art so gar nicht in diese heruntergekommene Welt zu passen scheint. Verdächtiger geht es kaum. Ja, genau. Verdächtiger geht's nämlich kaum. Es bleibt uns jetzt schon anderes übrig, als für das erste zu folgen. Schließlich brauchen wir ja noch so kleine Informationen. Und auf dem Weg können wir uns bestimmt ein besseres Bild von ihrer Hoheit machen. Also auf zu diesem Außenbezirken. Das finde ich gerade, ich finde das jetzt gerade tatsächlich sehr spannend. Ich kann gerade nicht aufhören. weil das gerade tatsächlich spannend wird. Oh boy, oh boy, oh boy. Da freue ich mich ja schon richtig auf morgen Abend, Leute. Eigentlich hatte ich ja überlegt, ob es nicht vielleicht mal wieder Zeit wäre, eine Runde Space Engineers zu spielen. Aber das Problem ist, ich will die Story hier durchknüppeln. Durchprügeln. Damit wir uns dann halt eben auch wieder um die anderen Projekte kümmern können. Weil sonst wird mir Aya echt böse. Sonst wird mir die Aya echt böse. Deswegen, ich weiß, dass ihr auch Bock habt, mal wieder was anderes zu gucken. Aber im Normalfall geht Aya immer um 22 Uhr schlafen. Aber wenn sie um 22 Uhr schlafen geht, dann habe ich immer den Punkt, dass ich noch ein bisschen Quest aufholen muss. Sie hat jetzt zum Beispiel auch gerade die ganze Zeit auf meine Anwesenheit gewartet. Nicht Anwesenheit, sondern darauf, dass ich den Dungeon freigeschaltet habe. Und so etwas. Und die ist dann halt eben auch direkt nach dem Dungeon schlafen gegangen. Also das, was ich jetzt mache, ist ein bisschen vorleveln, damit wir hier nochmal ein bisschen mehr... Damit sie nicht so lange auf mich warten muss. Das hier ist eine Art Bauernhof. Solche Einrichtungen gibt es da, wo ihr herkommt, doch bestimmt auch, oder? Eben schon, aber so einen Bauernhof habe ich noch nie gesehen und dann diese ganzen Apparaturen. Das war ein ganz schönes Hin und Her, bis es so geworden ist, wie es jetzt ist. Unter unseren Bürgern aus Tuliolai gab es nicht wenige, die traditionellen Landwirtschaft betrieben wollten. Also Erde umflügen und das Ganze drum und dran. Aber wie ihr sicherlich bereits bemerkt habt, ist das Wetter hier nicht das Beste um zu viel Regen und keine Sonne. Hätten wir nicht unsere
Elektrop-Technologie und um das schlechte Wetter auszugleichen, können wir das hier gar nicht anbauen. Was? Elektrop, das Material, aus dem all die Maschinen gefertigt sind. Am besten, ich spare mir die Einzelheiten für später auf. Da vorne beginnen nämlich auch schon die Außenbezirke. Also ich finde das Ganze ja schon ein bisschen kritisch, ne, was hier abgeht. So, ist das wieder hinter der Mauer? Ja, schon wieder hinter der Mauer, gut. Haben wir das auch geklärt? Okay, ja, es ist Final Fantasy 9 Musik. Willkommen in den Außenbezirken. Diese Siedlung ist für ihre auf Tradition fußende Landwirtschaft bekannt. Und alle Hirnimplantate, sehr gut. Wen sehe ich denn da? Was führt Ihre Hoheit denn heute in unser bescheidenes Städtchen? Oh nein, und die sind alle hier brainwashed und so weiter. Diese komischen Dinger, die sie da haben, machen denen gute Laune und sowas. Wir müssen sie befreien. Hey Leute! Königin Svene ist da! Paquine, wie schön, dich wohl aufzusehen. Und Ketonje, wie läuft die neue Arbeit? Hast du dich gut eingewöhnt? Immer schön lächeln. Für eine Königin scheint sie ja ganz schön bodenständig. Sie erinnert mich fast ein bisschen an dich, Lamati. An mich? Bodenständig? Ich hab sie einfach alle so gern. Verwundern tut es mich also nicht, dass sie mich so wahrnimmt. Vor allem, schaut euch das mal an, ne? Ihr alle so voll mit 0815 Klamotten und die so, ich muss special. Ich möchte meine Bürger einfach so gut kennen wie nur möglich. Egal worum es geht, sie können mit mir über alles reden. Und alle mit Autoritz. Ja. Je besser man sie kennenlernt, desto tiefer schließt man sie in sein Herz, findest du nicht? Die Kultur, die Leute, einfach alles. Genau, ganz genau. Dass die Leute sie verehren, ist zumindest mehr als deutlich. Vielen Dank, dass ihr uns die Ehre erweist, meine Königin. Und mit wem haben wir hier das Vergnügen? Wuklamat, ihres Zeichens Krone des Mutes von Toleolal. Und ihre Freunde. Sie kommen von außerhalb des Walds, mein Lieber. Aber du musst dich nicht fürchten. Schließlich sind sie meine Gäste. Meine Güte, dann sind die Gerüchte also tatsächlich wahr. Es besteht eine Verbindung zur Außenwelt. Und ihre Hoheit Wuklamat ist noch so jung. Aber wo bleiben meine Manieren? Darf ich mich vorstellen? Ich bin Pepone, der Vorsteher der Außenbezirke. Zu euren Diensten. Pepone? Moment, bist du etwa ein Tonawata aus Yasolani? Oh, wie könnte es sein? Seid ihr vielleicht ein Shetona aus Teshpiani? Ja, ganz genau. Kennst du zufällig jemanden namens Kafkiva? Calzone al dente? Pasta Cannelloni?
Kafkiva. Nee, guck mal, Kafkina. Was, wie soll ich denn bitte schon, wenn ich diesen Namen lese oder diesen Namen geschrieben sehe, wie soll ich denn darauf kommen, dass der Kafkina ausgesprochen wird? Es tut mir sehr leid, aber den Namen höre ich zum ersten Mal. So heißt meine Mutter. Ich bin zwar schon froh, dass ich hier überhaupt jemanden aus Yasulani treffen konnte, aber... Du bist Kafkivas Sohn? Ja. Eine gewisse Ähnlichkeit ist nicht abzustreiten. Kennst du sie etwa? Kennst du meine Mutter? Ja, schon. Dann sag mir doch bitte, wo ist sie? Es tut mir leid, aber hier ist nicht der rechte Ort dafür. Ich werde dir nachher mehr verraten. Also bitte gedulde dich noch ein kleines bisschen. In Ordnung? Ach, die haben alle das ultimative Upgrade bekommen. Peppone, kannst du uns mehr über das Erscheinen der Kuppel erzählen? Was an dem Tag passiert ist? Die haben das ultimative Upgrade bekommen. Das sind jetzt Cybermen. Kuppel? Ihr meint den Wall um Alexandria, nicht wahr? Wenn ich mich recht entsinne, war ich gerade dabei, ein Regal zu reparieren. Das war nämlich dem vorherigen Erdbeben zum Opfer gefallen. Da hat es wieder gewackelt. Und dann war da plötzlich ein gleißend weißes Licht und... Es tut mir leid. Doch mehr als diese vage Erinnerung bleibt mir leider nicht. Ja, weil du deinen Upgrade noch nicht ultimativ upgradet hast. Wen wundert das schon? Das war immerhin vor mehr als 30 Jahren. Was meinst du damit? Mehr als 30 Jahre? Für euch mag es absurd klingen, aber es ist wirklich wahr. Seit der Zusammenkunft der Welten sind für uns bereits 30 Jahre vergangen. Das müsst ihr mir glauben. Den Grund für diese gewaltige Diskrepanz zwischen unseren Zeiten kenne ich aber auch nicht. Erst nachdem Soralja seinen Posten fertiggestellt hatte, konnten wir den Wall überhaupt passieren. Welch unerwartetes Glück, Vater. Und ich dachte schon, du seist längst mit meiner Chance auf Revanche begraben worden. Dreißig Jahre? Deswegen dachte mein Bruder also, unser Alterchen wäre bereits verstorben. Auch im ersten Splitter verstrich die Zeit schneller als im Ursprung. Denn es existiert eine von Raum und Zeit unbeeinflusste Ebene dazwischen. Ich kann mir also gut vorstellen, dass der Zeitfluss innerhalb der Kuppel ebenfalls ein anderer ist. Stehen wir also auf einem Stück einer Splitterwelt? Nee, wir stehen genau in unserer Welt, aber zu einer anderen Zeit. Dufte Mieze, so blöd habe ich dich aber nicht in Erinnerung. Uns fehlt zwar noch der endgültige Beweis, aber ich halte es für sehr wahrscheinlich. Mit seiner Militärbasis hat Soralja eine physische Verbindung zum Ursprung geschaffen. Dabei muss sich die Zeit in der Kuppel an die unsere angepasst haben. Ein paar mehr Informationen wären auf jeden Fall hilfreich. Svene, wäre es ein Problem, wenn wir ein bisschen die Siedlung erkunden und mit den Leuten sprechen würden? Überhaupt nicht. Schaut euch um, so viel ihr wollt. Vielen Dank. Dann gehen wir doch gleich los. Ich gehe mich ebenfalls umsehen. Vielleicht findet sich ja doch ein bekanntes Gesicht aus Yasulani.
Wir sollten uns anschließen. Wenn ich ehrlich bin, dann weiß ich nicht genau, was ich glauben kann und was nicht. Deswegen müssen wir mehr über dieses Land und seine Leute herausfinden. Wenn das so ist, wie wäre es mit einem kleinen Rundgang? Ich zeige euch gerne, wie wir unser täglich Brot verdienen. Wir verbinden hier die traditionellen Anbaumethoden der Tonawata mit der alexandrischen Elektrop-Technologie. Dadurch entsteht eine einzigartige, innovative Harmonie. Ich komme auch mit. Aber Eure Hoheit, ihr müsst doch nun wirklich nicht... Nein, nein, bitte! Ich verspreche, dass ich auch niemanden bei der Arbeit stören werde. Ach, ich kann es euch doch sowieso nicht verbieten. Dann passt aber bitte gut auf. Selbstverständlich, mein Guter. Dann kommt mit. Es gibt so viel, das ich euch zeigen will. Ich vertraue ihr zwar immer noch nicht komplett, eine schlechte Person scheint sie aber nicht zu sein. Zumindest ist offensichtlich, wie viel sie ihrem Volk bedeutet. So, und wir machen genau an dieser Stelle bei diesem Rundgang ein kleines Päuschen. Naja, für YouTube ein langes, für Twitch auch. Bis denn.